Grüß Gott, mein Name ist Erhard Nott, ich bin der Chef meiner E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Ich zeige Ihnen hier in diesem Film unser Vitali Comfort, ein Faltrad, ein Elektrofaltrad mit einem besonders tiefen Rahmendurchstieg. Also man sieht hier, also ich schaffe das jetzt gerade so mit meinem Fuß drüber. Und Sie sehen, wir haben hier eine Durchstiegshöhe von sage und schreibe etwa 25 cm. In bewährter Weise setzen wir auch an unserem Vitali Comfort unseren Vitali Antrieb an, unseren Elektroantrieb, der einmal über einen Drehgriff oder Tempomat angesteuert wird. Ja, und man kann auch unser Rädchen sehr schnell in unterschiedliche Sitzpositionen einstellen, also für große und kleine Leute, vorne am Lenker genauso. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das Vitali Comfort faltet. Ich nehme den Sattel als erstes mal ganz runter, klappe hier die Pedale ein, so, darauf achten, dass die linke Tretkurbel hoch steht und die rechte nach unten automatisch. Dann machen wir hier den Lenker. So passt meistens schon das Vitali Comfort im Zug, wenn man es zum Beispiel transportiert oder in einem Kombi, in einem Autokombi. Aber wenn man es ganz klein machen wolle, dann öffne ich hier diesen Exzenterhebel, ja, und dann lege ich den nach vorne und schwuppdiwupp haben wir unser Vitali Comfort gefaltet. So, jetzt noch ein Spanngurt außenrum und dann ist das Ganze ein festes Paket. Ich falte es gerade wieder auseinander. Also so. Dann wieder den Exzenterhebel zu. Und den Lenker hoch, hier schnappen dann die Sicherung ein. Wir setzen oftmals eine Markierung für die jeweilige Person von der Höhe, dass man nicht jedes Mal frisch einstellen muss, wo denn da so die richtige Höhe ist. Und zack, und schwuppdiwupp ist es fertig. So. Ja, warum haben wir denn eigentlich das Vitali Comfort entwickelt? Und zwar, wir hatten immer wieder Leute, die hatten Einschränkungen in der Beweglichkeit des Knies zum Beispiel, mit der Hüfte und so weiter. Und die kamen, obwohl da die anderen Rahmen von der Vitali schon recht nieder sind, kamen die einfach nicht über 44 cm drüber. Also haben wir uns gedacht, wir brauchen nun einen Faltrahmen, was gar nicht so einfach ist, mit einem extrem tiefen Durchstieg, wo man auch noch mit einem großen Fuß durchkommt. Sie sehen hier das Ergebnis, das ist klasse. Und es wird vor allen Dingen für Leute genommen, die eine Einschränkung haben in der Beweglichkeit ihres Knies. Also zum Beispiel, wenn man nur den Fuß so 20, 25 cm hochheben kann, dann kann man ja keine große Bewegung machen mit dem, auf dem Pedal, sondern man ist eingeschränkt. So. Und da haben wir jetzt sehr viele Lösungen dafür entwickelt, dass das ein rundes Konzept ist. Als erstes einmal der Antrieb. Der Antrieb muss so sein, dass der Motor läuft, auch ohne dass man mit Kraft in die Pedale tritt. Und die normalen Mittelmotoren, die können das nicht. Also die Mittelmotoren reagieren auf die eingeleitete Kraft, die man jetzt aufs Pedal ausübt. An den Vitalis ist das anders. Allein die Drehbewegung reicht aus, damit der Motor läuft. Und wie stark der läuft, können Sie eben bestimmen. Mit einem Drehgriff oder mit einem Tempomat. Aha, also das ist schon mal vom Elektroantrieb her die richtige Voraussetzung. So, dann haben wir hier den tiefen Durchstieg. Ja, jetzt setze ich mich mal da drauf. Und wer jetzt unsicher wäre, dass er zum Beispiel sagt, ich muss unbedingt mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, aber wenn man tritt, ist man ja dann zu nieder. Dafür haben wir einen Sattellift, den bedient man von hier, vom Lenker aus, mit einem Hebele. Also ich ziehe jetzt mal das Hebele und schups, jetzt ist er nach oben gegangen. Haben Sie es gesehen? Also ich mache es noch einmal, für alle, nochmal erkenntlich. Also ich ziehe den Hebel und drücke es nach unten und... Ups, und jetzt geht es nach oben.
Das ist das gleiche Prinzip wie von einem Stuhl, von so einem Bürostuhl, wo man sieht. Also da ist das gleiche Bauteil drin. Und also nochmal, ich setze mich drauf und durch mein Körpergewicht, wenn ich jetzt das Hebel da drücke, schupp, fahre ich nach unten. Ist praktisch, denn beim Anhalten kann man dann einfach den Hebel ziehen, man fährt mit dem Körper runter, man fährt das Fahrgestell aus, stellt die Füße sicher auf den Boden drauf. Ja, und beim Losfahren fährt man los, übrigens mit Anfahrhilfe. Und dann, wenn es rollt, das Ganze, und dann fährt man wieder hoch und kommt in die richtige Drehposition. Ich zeige Ihnen jetzt an einem Vitali Komfort die Funktion einer Schwenkkurbel in Verbindung mit unserem genialen Vitali E-Antrieb. Also, gesetzter Fall, Sie hätten eine Einschränkung am linken Bein. So, und Sie können da nicht den Fuß richtig hochheben, vielleicht nur 16, 17 cm. Dann können wir zum Beispiel links oder rechts, je nachdem, können wir eine Schwenkkurbel montieren. Das ist so ein Ding. Ich zeige Ihnen jetzt einmal die Funktion davon. Das Pedal, das obere, also das linke Pedal, steht es ganz nach oben. Und wenn ich jetzt eine 180-Grad-Bewegung mache, ist das Pedal unten, hebt sich aber durch die Schwenkkurbel nur bis zur Mitte Drehlacher Achse. Also wenn Sie so hoch mit dem Fuß käme, bis zur Drehlacher Achse an dem Rad, dann könnte sie auf alle Fälle mitfahren. Also ich mache jetzt noch einmal ein bisschen so, damit Sie das sehen. Jetzt, wenn man so eine Einschränkung hat am linken Bein, ist klar, darauf hat man keine Kraft. Es bewegt sich wohl, aber Sie können nicht kraftvoll in die Pedale treten. Da ist einfach zu wenig Hebel da. Ne? Also ich zeige es Ihnen noch einmal. Hier wäre die maximale Hebelkraft und die ist ja nur minimal Zentimeter lang. So. Aus dem Grund brauchen wir für ein Faltrad einen speziellen Antrieb, der nicht auf den Druck des Pedales reagiert, wie es zum Beispiel an allen Mittelmotoren der Fall ist. Mittelmotoren im Allgemeinen funktionieren, indem sie kräftig reintreten, der Motor spürt die Kraft und entsprechend schnell oder stark läuft dann der Motor. In diesem Fall geht es nicht, weil wenn Sie mit dem linken Bein drehen, dann würde ja der Motor nicht reagieren bei einem Mittelmotor. Und ich habe es mal ausprobiert, einen steilen Berg hochgefahren. Also in dem Fall würde nur das rechte Bein würde dann dort den Motor nach vorne bewegen. Und das können Sie nicht, das ist viel zu schwer. Also, jetzt zeige ich Ihnen mal, welche Vorteile jetzt unseren E-Antrieb hat in Verbindung mit dieser Kurbel, dass das dann hervorragend funktioniert. So, Rücktrittbremse hat es auch. Als erstes zeige ich Ihnen jetzt einmal die Anfahrhilfe, denn es ist gar nicht so einfach loszufahren, wenn man nicht die richtige Kraft ausüben kann. Sehen Sie, wir haben jetzt hier einen Drehgriff, den kann ich bewegen und ohne zu treten läuft dann das Fahrrad mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Das genügt, damit Sie Ihren Fuß, beide Füße auf die Pedale stellen können und können lospedalieren. Also nochmal. Ich gehe her, gebe Gas, die Schiebehilfe läuft los oder die Anfahrhilfe und jetzt stelle Sie beide Füße auf das Pedal und fange an zu kurbeln. Und ab dem Moment, wo Sie loskurbeln, können Sie jetzt mit dem Gasgriff die Geschwindigkeit so regulieren, wie Sie schnell das Halt fahren wollen. So, ich konnte es natürlich auch langsam starten, so sehen Sie, und je nachdem schnell oder langsam machen. So, was auch geht, Sie können mit Tempomat fahren. Da brauchen Sie nicht die ganze Zeit den Gasgriffhalter, sondern Sie wählen eine bestimmte Geschwindigkeit. Ich zeige das Ihnen jetzt mal gerade. Geschwindigkeit Stufe 1, das sind dann etwa so 13, 14 km/h. Und mit jedem Drücker wird es schneller. Es sind insgesamt 6 Geschwindigkeitsstufen. So, und immer schneller, und immer schneller. Super. Und so gehen wir einfach wieder zurück. Aus. Was Sie auch machen können mit unserem Antrieb, ist auch klasse, also gesetzter Fall, Sie fahren jetzt auf die Geschwindigkeitsstufe 3, man möchte einen Überholvorgang machen oder was auch immer, einfach mal beschleunigen,
dann brauchen Sie nicht immer auf dem Display zu tippen, sondern Sie können einfach mit Ihrem Gas oder mit dem Booster einfach Strom zugeben und es läuft schneller. Sehen Sie? Das ist genauso wie der Tempomat in einem Auto. Du fährst praktisch mit einer bestimmten Geschwindigkeit, willst vielleicht einen LKW überholen und gibst dann einfach Gas und so ist es doch genauso. Ja, also ich finde das genial. Es gibt für die meisten auch keine andere Lösung, als mit diesem Antrieb, mit Schwenkkurbel links oder rechts. Ich habe auch schon zwei Schwenkkurbler eingebaut. Und das mit Schwenkkurbel meistens auch in Verbindung mit diesem Sattellift, den ich ja schon erklärt habe, dass man den einfach nach oben unterstellen kann, also zum Losfahren, beide Füße auf dem Boden. Man betätigt die Anfahrhilfe, man fährt mit dem Sattel hoch, tritt rein und dann geht es in der normale Drehposition weiter. Ja, ich denke, Sie haben es verstanden, weil das ist gar nicht so einfach hier, diese Funktion von der Schwenkkurbel, das zu erkennen. Aber wenn Sie mal eine Probefahrt bei uns machen möchten, dann machen Sie einfach einen Termin aus, kommen bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Wir können schnell so ein Vitali für Sie anpassen. Das geht schwuppdiwupp, links oder rechts so eine Drehkurbel hin, wie Sie es brauchen. Und dann können Sie schon probieren, ob Sie wieder fahren können. Also, bis bald, ich freue mich auf Sie. Damit wir das Ganze jetzt veranschaulichen, was ich erklärt habe, haben wir uns überlegt, wir tun den Markus jetzt mal so eine Beinschiene anlegen. Markus, komm schon mal gerade her. Ja. So, das ist der Markus. Der Markus, das ist unser Kutter und Dreher, gell? Also der macht zwar die ganze Videos für uns. Und der Markus, der hat jetzt eine Vitali-Sattelstütze daneben hingeschnallt gekriegt. Also stellen Sie sich vor, linkes Bein ist kniebeschädigt, Motorradunfall, bist du also schon Motorrad gefahren? Ja, immer noch hinten drauf. Ja, sei froh, das ist, ich habe schon mal jemanden gehabt, die saß hin und rufen, aber dann hat es auch ein Bein zerschmettert. Also dir könnte es genauso passieren und dann, wenn es passiert ist, und dann kommst du da so her und die, nach 10 Operationen kannst du noch einigermaßen deinen Fuß bewegen. Aber Fahrradfahrer ist nicht drin, Motorradfahrer zweimal nicht. So. Kann man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie es sein so muss. Ne, genau. Also wir messen das jetzt mal, das können Sie dann nämlich auch zu Hause machen. Sie gucken mal, tue mal das lahme Bein da mal ein bisschen hochheben, also 17 cm, 18 schafft er gerade. Also mehr geht nicht. So, also, Markus, bist du bereit, jetzt mal eine Probefahrt zu machen? Klar. Ich erkläre dir, wie das funktioniert mit dem Rädler. Ja. Gut, also Markus, pass auf. Ich mache jetzt mal den Sattellift ganz runter. Hast du schon mal, weißt du, was das ist, ein Sattellift oder so, ein Hebele, gell? Ja. Sag einmal Hebele. Hebele. Gut. Also ich ziehe jetzt das Hebele. Hebele ziehe. Und du mein Gewicht auf den Sattellift, schopp, und jetzt fahre ich nur noch. Naja. Okay, das probiere ich. Wenn ich dann quasi losfahre, dann muss ich wieder ziehen, das Hebele, dass dann der Sattel wieder hoch geht. Beim, ja, ja, aber das Schritt für Schritt. Jetzt versuche mal da mit einem lahmen B da drüber zu kommen. Wunderbar. Jetzt setze ich mal da auf den Sattel. Aha, du kommst mit beiden Füßen auf den Boden, ne? Ja. Prima. So. Jetzt machen wir mal den Antrieb auch. Und wenn du jetzt losfährst, ne? Ja. Dann könntest du jetzt deinen rechten Fuß auf das Pedal stellen. Und wenn du jetzt mit dem Booster da ein wenig Gas gibst, und dann geht's los. Aha. Verstehst du? Mhm. So. Wenn du dann fährst, und dann musst du irgendwie drehen können, ja, ja, ja. Dann tust du den Sattellift betätigen, dort das Hebel, mach mal, wie hoch du da jetzt kämst. So hoch, 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 ja. Aha, dein Bein ist ausgestreckt, du kannst ja ordentlich drehen, das ist auch wichtig dann für dein linkes Bein. Ja. Und dann runterlassen geht, kannst du das auch? Er hat es verstanden. Ja, der, ne? Also du kannst in Zukunft, kann dir mehreres passieren, das ist alles nicht so schlimm, weil du hast die Voraussetzungen, dass du mit allem zurechtkommst im Leben, mit den meisten Sachen. Habe ich den Führerschein jetzt abgenommen gekriegt? Das probieren wir jetzt erst draußen aus. Gut. Die Theorie hast du bestanden. So, der Markus probiert jetzt mit dem Vitali Komfort zu fahren, mit seinem linken lahmen Bein, mal gucken, ob das klappt. Er hat sich draufgesetzt, Sattellift ist unten. Aha, er bedient die Anfahrhilfe, er fährt los und hat den Sattellift hochgefahren. Und sehe Sie genauer hin, er kann
wunderschön drehte, obwohl sein Bein doch ziemlich eingeschränkt ist. Und es geht sogar ziemlich flott. Ja, ja. Wir können auch mal einen Berg hochfahren, was hältst du davon? Ja. Komm. Verrückt. So, also ich bin echt wahnsinnig erstaunt, wie gut es jetzt ging. Trotz umoperiertem Handicap von meinem Chef bin ich sehr, sehr gut im Berg hier hochgekommen. In einer sehr komfortablen und überraschend schnellen Geschwindigkeit. Und auch die Sache mit der Sattelstütze. Wahnsinn, unglaublich. Hätte ich als junger Mensch nicht gedacht, dass selbst mir das so gut gefällt. So, um jetzt die Führerscheinprüfung vollends zu bestehen, gilt jetzt noch zu üben, am Berg anzufahren. Und das mache ich natürlich mit Hilfe dieser Anfahrhilfe und natürlich auch dann mit dem Sattellift, sobald ich einigermaßen stabil rolle. Also wollen wir mal. So, hiermit Führerscheinprüfung bestanden. Bin mir sicher, dass auch Sie das können, auch mit Handicap. Trauen Sie sich einfach, kommen Sie zu uns, lassen Sie sich beraten. Wir finden auch für Sie ganz bestimmt eine Lösung. Hoffentlich auf bald in Lauda. Ciao, euer Markus.